Ein weiterer Mythos ist, Thomas Witt Consulting, das ist ein Hardliner und sie bringen Führungskräften bei, wie sie ihre Verkäufer gängeln sollen. Das ist völliger Quatsch, würde auch nicht funktionieren und wir machen sowas nicht. Warum das nicht funktioniert? Eine Führungskraft kann unmöglich hinter 15 Verkäufern her sein und überprüfen, was die sagen, tun und wie die ihren Verkaufsprozess gestalten. Das würde gar nicht gehen. Da bräuchten sie einen Betreuungsschlüssel wie in einem Kindergarten. Und zwar wie in einem Waldorf-Kindergarten. Was funktioniert? Was funktioniert, ist Führung durch positive Verstärkung, durch Anerkennung. Es gibt eine ganz einfache Regel. Verhalten, was bemerkt und durch Anerkennung verstärkt wird, wird wiederholt. Menschen funktionieren so. So haben uns schon unsere Eltern erzogen. Wenn wir was gut gemacht hatten, haben die gesagt, hast du toll gemacht, dann haben wir mehr davon gemacht. Wir alle funktionieren noch so. Das heißt, wir bringen den Führungskräften bei, systematisch die Verkäufer bei etwas Gutem zu erwischen und es ihnen sofort anerkennend zu sagen. Es ist eine der wichtigsten Kennzahlen, die wir messen oder die Führungskräfte für sich messen. Wie viel Anerkennung habe ich heute ausgesprochen? Ist enorm wichtig. Dazu müssen sie natürlich erstmal auf der Fläche sein. Das ist auch etwas, woran wir arbeiten und wir kriegen die Führungskräfte dazu, tatsächlich zu messen, wie viele Stunden sie pro Tag auf der Fläche verbringen, mit dem Ziel, das langsam hoch zu managen. Da muss man natürlich seine Zeit anders einteilen als Führungskraft, aber auch das machen wir mit den Führungskräften. Man kann auch Führungskräften nicht einfach immer mehr Aufgaben auf den Zettel diktieren. Zu jeder To-Do-Liste gehört eine Let-It-Be-Liste. Das heißt, wir müssen, wenn wir neue Sachen tun wollen, auch andere Sachen bleiben lassen. Und diese Zeit, die erarbeiten wir gemeinsam mit den Führungskräften und den Inhabern, damit sie Zeit auf der Fläche mit den Verkäufern verbringen können, um sie bei etwas Positivem zu erwischen und durch Anerkennung dafür zu sorgen, dass die Verkäufer mehr davon machen. Was macht das mit den Verkäufern? Sie sind gut drauf, sie fühlen sich anerkannt und wertgeschätzt. Und da Menschen nur etwas geben können, was sie selber haben, fällt es ihnen wesentlich leichter, auch den Kunden Anerkennung, Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu geben. Und das alles führt zu mehr Abschöpfung.